Eine Pelletsheizung hat, wie der Name schon sagt, kleine Pellets als Brennstoff. Das sind Holzreste, die zusammengepresst werden und dann über ein Fördersystem hin in einen Holzverbrennungsofen geführt werden. Und der funktioniert am Ende genauso wie eine Gasheizung oder eine Ölheizung. Dort wird dann warmes Wasser produziert, die dann als Prozesswärme genutzt wird. Besonders geeignet erscheinen Pelletsheizungen für alle diejenigen, die ein oder zwei Familienhaus besitzen. Natürlich gibt es auch größere Anwendungsfälle, aber insbesondere für den Austausch von alten Ölheizungen, weil eine wesentliche Voraussetzung für eine Pelletsheizung ist ein Pelletslager, welches so mindestens um die 10 Kubikmeter haben sollte, damit dort die Pellets eingefüllt werden können. Gerade im Moment bei den explodierenden Gas- und Ölkosten ist eine Pelletsanlage zumindest im Betrieb erstmal deutlich günstiger. Die Holzpreise sind deutlich stabiler. Und wir sind natürlich dann, weil Pellets als CO2-neutral gelten, wie insgesamt die Holzverbrennung, sind wir CO2, also klimatechnisch natürlich auf der positiven Seite. Schwer abzuschätzen sind natürlich die Installationskosten. Ich würde davon ausgehen, dass eine komplette Anlage um die 20.000 Euro kostet. Insbesondere ist natürlich bei der Pelletsanlage, anders als bei Wärmepumpen, der positive Effekt da, dass wir auch Heizungsanlagen mit einer höheren Bedarf an der Vorlauftemperatur bedienen können. Und bei einer Wärmepumpe wäre eigentlich die optimale Voraussetzung, größere Heizkörper zu haben, und dazu ist nicht natürlich jeder bereit.